Ja, hi, weiteres Video. Heute zum Thema Maschinenelemente. Ich habe euch das Thema Bewegungsschrauben mitgebracht, beziehungsweise im Fachjargon ganz oft als Spindeln benannt. Vorschlag kommt von einem meiner Kanal-User. Vielen Dank dafür, habe ich gerne aufgenommen. Ja, wobei geht es dabei? Letztendlich sind solche Bewegungsschrauben wie eigentliche Schrauben anzusehen, wie Befestigungsschrauben anzusehen, aber der Gewindegang bzw. die Geometrie des Gewindes ist anders ausgeführt, eben weil der Hauptzweck dieser Schraube nicht die Befestigung eines Konstruktionsbauteils ist, sondern eben für die Bewegung ausgelegt ist. Sprich, wir wandeln Drehbewegungen, also diese Spindel wird bedreht, wandeln wir in eine Längsbewegung um, ja, um zum Beispiel einen Schlitten hin und her zu bewegen. Oft wird es auch verwandt, heute weniger noch zu sehen, aber früher war es ganz oft so, dass auch Pressen, solche Spindelpressen ausgeführt wurden. Ja? Also stellt euch vor, ihr habt eine Welle in eine Presspassung einzudrücken oder eine Achse oder einen Bolzen in eine Presspassung einzudrücken und dann könnt ihr solch eine Spindelpresse verwenden. Oder was sehr geläufig ist, was man noch in jeder Werkbank sieht, ist so ein Schraubstock. Auch so ein Schraubstock ist letztendlich mit einer Spindel ausgeführt, um hier relativ einfach und schnell den Schraubstock auf- und zubewegen zu können, aber andererseits trotzdem große Kräfte zu erzeugen. Ja, was gegenüber der Hydraulik und der Pneumatik, die oft oder viele Anwendungsfälle bereits ersetzt hat, wo also heute die Spindel nicht mehr zum Einsatz kommt, aber wo so eine Spindel gegenüber dieser Pneumatik und Hydraulik einen großen Vorteil hat, ist die sehr hohe Positioniergenauigkeit, die damit erfüllt werden kann oder die damit erreicht werden kann. Ja, meistens wird, wenn man so eine Bewegungsspindel hat, da heutzutage das Trapezgewinde eingesetzt. Es gibt heute auch noch Randfälle, wo Sägegewinde oder auch Rundgewinde zum Einsatz kommen, aber am häufigsten werdet ihr eben dieses Trapezgewinde sehen. Ja, als Werkstoff kommt ganz oft ein E295 oder bei höheren Belastungen auch ein 335 zum Einsatz. Bezüglich der Dimensionierung gibt es zwei, drei Dinge zu beachten, also grundsätzliche Dinge zu beachten bei zugbeanspruchten Spindeln oder aber sehr kurzen Spindeln. Ja, und die müssen wirklich sehr kurz sein, sodass keine Knickgefahr droht. Da wird die Spindel einerseits auf eine Zugdruckspannung hin überprüft und andererseits auch auf eine Torsionsspannung hin überprüft. Gehen wir später noch genauer drauf ein. Und eben bei druckbeanspruchten Spindeln, also wenn die Konstruktion nicht anders auszuführen ist, als dass die Spindel auf Druck beansprucht wird, dann muss man zusätzlich auf Knickung überprüfen. Grundsätzliche Empfehlung hier an dieser Stelle: versucht, die Spindeln immer als Zugspindel auszuführen, wenn sie nicht besonders kurz ist. Ja, wenn sie sehr kurz ist, ist es egal. Da kann man sie natürlich auch auf Druck ausführen. Aber speziell dann, wenn ihr längere Spindellängen habt und die Länge, die muss gar nicht mal so groß sein, ja, dass Knickgefahr droht. Schaut euch das mal an. Möglichst als Zugspindel auslegen, weil sie dann schlichtweg deutlich kleiner dimensioniert werden kann, als wenn sie als Druckspindel ausgeführt ist, weil dann relativ schnell eben diese Knickgefahr herrscht. Gehen wir im Folgenden etwas näher auf die Dimensionierung solcher Spindeln ein. Ja, wie läuft es bei der Dimensionierung ab? Ihr beginnt erstmal einen erforderlichen Kernquerschnitt A3 bzw. einen erforderlichen Kerndurchmesser D3 zu ermitteln. Bei zugbeanspruchten Spindeln bzw. bei sehr kurzen Spindeln erfolgt das mit dieser Formel hier. Ja? Also der erforderliche Kernquerschnitt A3 muss größer gleich sein als die Kraft, die zugrunde liegt, also entsprechende Zugkraft oder kurze Spindeln kann es auch eine Druckkraft sein, geteilt durch das Sigma D bzw. Z zulässig. Und die Sigma D, Z zulässig, da gibt es Anhaltswerte und zwar in Abhängigkeit von der Belastung. Wenn ihr eine überwiegend ruhende Belastung habt, dann könnt ihr die Streckgrenze bzw. die Dehngrenze nehmen und durch 1,5 teilen. Das wäre dann euer Sigma DZ zulässig. Und entsprechend bei schwellenden und wechselnden Belastungen nehmt ihr entsprechend das Sigma ZD schwellend oder das Sigma ZD wechselnd. Und die Werte, die findet ihr entsprechend in der Fachliteratur oder eben in Tabellenwerken vom Roloff Matic.
Im nächsten schauen wir uns an, wenn wir eben eine druckbeanspruchte Spindel haben. Ja, weiter geht's mit den druckbeanspruchten Spindeln. Da ermittelt ihr den erforderlichen Kerndurchmesser D3 und zwar mit dieser Formel hier. Ja? Also die vierte Wurzel aus 64F, F ist dann entsprechend die Druckkraft, mal einer Sicherheitszahl S, mal der Knicklänge im Quadrat, geteilt durch Pi hoch 3 und geteilt durch das E-Modul der jeweiligen Spindel, ja, also des Werkstoffs der Spindel. Und diese Sicherheitszahl, da müsst ihr eben für diese Entwurfsberechnungen müsst ihr circa Größe von 7 annehmen. Ja. Olof Matek sagt von 6 bis 8. Ich habe mich hier für die Mitte entschieden, circa 7. Je nachdem, ne, in welchem Bereich ihr gehen wollt, könnt ihr die Zahl auch ein bisschen größer oder geringfügig kleiner wählen. Ja, und die Knicklänge, das kommt darauf an, was für eine Konstruktion vorhanden ist. Und je nachdem, wie die Konstruktion gestaltet ist, dieser Spindel, habt ihr einen unterschiedlichen Euler-Fall. Falls euch das Thema Euler, Euler-Fälle, Knickung nicht klar ist, dann schaut mal vorbei, habe ich ein paar Videos eingestellt, sind hier verlinkt. Bei ganz vielen Konstruktionen werdet ihr feststellen, die ihr da so habt bei den Spindeln, da werdet ihr auf den Euler-Fall 3 stoßen und dann ergibt sich die Knicklänge LK eben aus der freien Länge der Spindel, also der maximalen Länge. Immer darauf achten, dass ihr auch wirklich den ungünstigsten Zustand betrachtet. Also die freie Länge L geteilt durch Wurzel 2 wäre dann eure Knicklänge LK, wenn eben dieser Euler-Fall 3 vorliegt. Schauen wir uns nun im Folgenden an, wie man dann diese vorausgewählte Spindel auch entsprechend nachweisen kann hinsichtlich Festigkeit und ebenfalls hinsichtlich Knickung. So, weiter geht's mit dem Nachweis auf Festigkeit und da muss man bei den Spindeln grundsätzlich zwei Fälle unterscheiden. Je nach Konstruktion kann es sein, wie jetzt hier in diesem Fall 1, dass ein Teil der Spindel, also hier oberhalb des Muttergewindes, rein Drehmoment beansprucht ist. Und ein weiterer Teil, nämlich hier unterhalb des Muttergewindes bis hier zur Auflagefläche, ein Druck bzw. ein Knick beanspruchter Teil vorhanden ist. Natürlich kann diese Spindel hier auch auf Zug in diesem Teil beansprucht sein. Und wenn ihr diesen Fall habt, dann habt ihr einerseits den Drehmoment beanspruchten Teil der Spindel mit dieser Formel hier nachzuweisen. Und wenn ihr dann zusätzlich müsst ihr diesen Teil hier, der Druck bzw. Zug beansprucht ist, mit dieser Formel hier nachweisen. Ja? Und das Tau T zulässig könnt ihr auch wieder anhand dieser Anhaltswerte hier ermitteln, bzw. das Sigma DZ zulässig. Das ist dann genauso zu behandeln wie ursprünglich bei der Entwurfsberechnung, also ein Entwurfsdurchmesser bzw. ein Entwurfskernquerschnitt ermittelt habt. Dann gibt es diesen Fall 2, da ist das Muttergewinde nicht hier oben angebracht, sondern hier unten letztendlich angebracht und hier oben entsprechend das Axialwälzlager angebracht. Das heißt, in diesem Teil hier, der Spindel, ist dann sowohl der Druck- bzw. Knickbeanspruchung vorhanden, aber auch das Drehmomentbeanspruchung vorhanden. Das heißt, in diesem Teil sind beide Beanspruchung vorhanden, sowohl eine Torsionsspannung als auch eine Druck- bzw. Zugspannung vorhanden. Und dann müsst ihr hier natürlich eine Vergleichsspannung ermitteln, die sich nach dieser Formel hier ergibt. Ja? Das Sigma DZ bzw. das Tau T ist nach den bereits bekannten Formeln hier zu berechnen und dann hier entsprechend in diese Formel einzusetzen. Dieser Ausdruck hier erscheint immer ein bisschen sperrig, ist formal aber korrekt. Ihr müsst hier das Sigma DZ zulässig ermitteln und durch Phi und das Tau T zulässig teilen. In den allermeisten Fällen, ja, ich sage meistens, nicht immer, könnt ihr grundsätzlich ansetzen, dass dieser Ausdruck hier Sigma DZ zulässig durch Phi mal Tau T zulässig ungefähr 1 entspricht, sodass der Ausdruck sich vereinfacht und hier nur noch 3 mal Tau T Quadrat einzusetzen ist. In beiden Fällen hier, egal ob ihr jetzt Fall 1 oder Fall 2 habt, sobald ihr eine druckbeanspruchte Spindel habt, habt ihr grundsätzlich auch den Knicknachweis zu führen. Also auch bei relativ kurzen Spindellängen kann schon eine Knickung das ausschlaggebende Argument sein.
Thema Knickung hatte ich schon erwähnt. Schau da gegebenenfalls nochmal hier in diesen Videos vorbei, sind hier verlinkt. Ansonsten kommt im Anschluss an dieses Video kommt noch ein weiteres Video, eine Anwendungsaufgabe, wo ich so eine Spindel ja, konkret von A bis Z durchrechne gemeinsam mit euch. Da wird das Thema Knickung dann auch nochmal am Fall einer Spindel betrachtet. Ja, weiter geht es jetzt hier an dieser Stelle mit der Berechnung des erforderlichen Drehmoments, was in die Spindel eingebracht werden muss, um ja, diese Spindel unter Belastung drehen zu können. Ja, das erforderliche Drehmoment T, das man eben in die Spindel einleiten muss, berechnet sich nach dieser Formel. Für was braucht ihr das? Im Wesentlichen natürlich, um den Antrieb, zum Beispiel einen Elektromotor, auslegen zu können. Und da müsst ihr nachher unterscheiden, gehe ich später nochmal detaillierter drauf ein, ob ihr das Anzugsmoment betrachtet, was ja dann das maximale Drehmoment ist, oder ob ihr das Gleitmoment betrachtet, also während der konstanten Bewegung, was ja dann für die Antriebsleistung des Antriebs ausschlaggebend ist. Also, das Drehmoment berechnet sich letztendlich aus der Kraft F, die durch die Spindel übertragen werden soll, halbe, mal D2, das ist der Flankendurchmesser, mal Tangens von Phi plus minus Rho Strich plus DL, das ist der wirksame Reibungsdurchmesser an der Kontaktfläche, also da, wo im Prinzip die Spindel auffliegt, ja, auf der Kontaktfläche des zu klemmenden Teils beispielsweise, mal μ L, also der Reibungszahl an der Kontaktfläche. Und da schaut nochmal in die Bilder rein, die ich vorher gezeichnet habe. Wenn ihr es natürlich schafft, die Kontaktfläche zwischen der Kontaktfläche und der Spindel eine Wälzlagerung einzusetzen, dann kann natürlich dieser Anteil hier nahezu zu Null werden, ja, weil da kaum oder keine wesentliche Reibung vorhanden ist, was dieses Ergebnis hier maßgebend beeinflusst. Also nochmal, hier geht es letztendlich um die Reibung an der Kontaktfläche. Und da werdet ihr oft Anwendungen haben, bei denen eine entsprechende Lagerung dafür sorgt, dass diese Reibung vernachlässigbar klein wird. Und hier, das hier ist der Anteil Reibung im Gewinde, das zu berücksichtigen wäre. Dann nochmal kurz, also D2 wäre der Flankendurchmesser, findet ihr in den entsprechenden Gewindetabellen. Phi, das wäre der Steigungswinkel, ja. Betrachtet da genau, ob ihr eine eingängige oder mehrgängige Spindel habt. Rho-Strich, das ist die Gewinde, der Gewindegleitreibungswinkel, das ist letztendlich nichts anderes als der Reibungswert umgerechnet in einen Winkel. Und je nachdem, was ihr für eine Werkstoffpaarung habt und ob ihr da eine trockene oder eine geschmierte Spindel habt, habt ihr hier Werte von 2,5 Grad bis 12 Grad. Das ist eine relativ große Bandbreite. Schaut da in die Tabellen rein, Wolf-Matic, Tabellenwerke, da findet ihr entsprechende Werte. Und nochmal hier der Hinweis, wenn es um das Anzugsmoment des Motors geht, ist das maximal wirkende Drehmoment, was da mal kurzzeitig auftreten kann, aufgrund der Reibung im Gewinde, letztendlich einen Haftreibungswert anzusetzen. Der ist bis zu 40% höher als das, was hier bei der Gleitreibung vorhanden ist. Ja, im nächsten Schritt gehen wir weiter. Da untersuchen wir die Flächenpressung im Gewinde selbst, also im Muttergewinde bzw. an der Trapezspindel. Schauen wir uns das als nächstes an. Ja, um nun die Flächenpressung an der Gewindeflanke bestimmen zu können, gibt es diese Gleichung hier. Die Prämisse, die hier bei der Berechnung angesetzt wird, ist, dass alle Gewindegänge innerhalb der Mutter, also auf der gesamten Gewindelänge innerhalb der Mutter, dass alle Gewindegänge gleichmäßig tragen. Man weiß in der Praxis, dass das tatsächlich nicht so der Fall ist. Ja, wenn man sich so eine Schraubenverbindung mit Mutter betrachtet, dann ist es so, dass die ersten 3 bis 4 Gewindegänge eigentlich fast den gesamten Anteil der Kraft übertragen. Sprich, um zu verhindern, dass man einfach nur die Mutterlänge überdimensional groß ausdehnt, um eine kleine Spindeldurchmesser wählen zu können, hat man folgende Regel hier anzuwenden. Also für den Nachweis, zumindest für den Nachweis, selbst wenn die Mutter länger ausgeführt ist als 2,5 mal D, wäre für den Nachweis diese 2,5 D einzusetzen für L1. Kleiner gleich 2,5 D.
macht bitte nicht den Fehler, hier einen ganz kleinen Spindeldurchmesser zu wählen und hier deutlich über diese 2,5 hinauszugehen. Das schadet eurer Verbindung. Diese Spindel wird wird keine hohe Lebensdauer besitzen, weil eben nur ein kleiner Anteil Gewindegänge, die dann auf dieser Länge vorhanden sind, tatsächlich tragen und damit eine deutlich höhere Flächenpressung entsteht, als ihr es hier dann über diese Formel berechnen würdet. Nun, die Formel ist wie folgt aufgebaut. Ihr habt einerseits die Kraft F und hier multipliziert mit der Gewindeteilung P. Achtung, gerade bei Bewegungsspindeln oder Bewegungsschrauben ist es so, dass die oft auch mehrgängig ausgeführt sind. Und dann ergibt sich diese Gewindeteilung aus der Steigung durch Anzahl der Gänge, die diese Spindel hat. Bei eingängigen Gewinde entspricht diese Gewindeteilung gerade gleich der Steigung. L1, das ist eben die bereits angesprochene Länge des Muttergewindes, wobei hier drauf zu achten ist. D2 und H1, also der Flankendurchmesser und die Flankenüberdeckung, findet ihr in den entsprechenden Gewindetabellen. Die Flankenüberdeckung ist letztendlich nichts anderes als das Maß, was die Flanke der Mutter mit der Flanke der Spindel sich überdeckt. Ja, also dieses Maß in radialer Richtung sozusagen, das ist die Flankenüberdeckung H1. Ja, und die zulässigen Flächenpressungen, die findet ihr wieder entsprechend in Tabellen. Ja, zum Beispiel Rolluf-Matic, hier Tabelle 8-18, sind für unterschiedliche Werkstoffpaarungen Werte angegeben. Hier als Beispiel Stahl-Kupfer-Legierung haben wir ein P zulässig im Bereich von 10 bis 20 Newton pro Quadratmillimeter. Ja, und je nachdem, wie groß die Lebensdauer sein soll, müsst ihr euch halt dann hier entsprechend an die eine oder an die andere Grenze bewegen. Bei entsprechend höheren Lebensdauern setzt ihr natürlich kleinere zulässige Werte an. Ja, weiter geht's mit dem Wirkungsgrad solchen Bewegungsschrauben, also Wirkungsgrad Eta. Wann braucht ihr die? Einerseits, wenn ihr bei hochdynamischen Lösungen, ja, also wo viel Bewegung stattfindet, auch schnelle Bewegung stattfindet, wenn ihr den Antrieb auslegen müsst. Und da ist natürlich darauf zu achten, dass ihr einen möglichst guten Wirkungsgrad habt, also der in Richtung 1 geht, weil nicht nur die Motorleistung entsprechend größer zu wählen ist, sondern letztendlich das, was an Reibung verloren geht, ja dann letztendlich in Wärme umgewandelt wird. Und da muss man dann auch immer ein Augenmerk drauf halten, dass das nicht zu groß wird, beziehungsweise dass die Umgebungskonstruktion die Wärme dann auch entsprechend abführen kann. Und andererseits muss man auch hin und wieder mal prüfen, ob man denn eine selbsthemmende Verbindung vorliegen hat. Also bei diesen Anwendungen, wo viel Dynamik vorhanden ist, da sollte man eben auf einen hohen Wirkungsgrad hinwirken mit wenig Reibung. Und das könnte dann dazu führen, dass man keine Selbsthemmung vorhanden hat. Dann ist der Antrieb, also der Motor, entsprechend mit einer Festhaltebremse auszuführen. In anderen Anwendungen, zum Beispiel der Schraubstock als weit verbreitendes Thema, da ist es so, dass ihr von Hand das anzieht, ohne Last letztendlich die Bewegung stattfindet und erst im letzten Moment, wenn dann die eigentliche Pressung stattfindet, dann erst entsteht die Reibung. Und da ist es natürlich wichtig, dass eine Selbsthemmung vorhanden ist, weil ihr da nicht ständig halten wollt, sondern anziehen, fest. Ja. Das System lässt sich aufgrund der Kraft F nicht mehr lösen. Da ist der Wirkungsgrad entsprechend klein zu wählen. Ja, überschlägige Formel ist immer dann, wenn ihr die Lagerreibung vernachlässigen könnt, könnt ihr hier das Tangens Phi geteilt durch Tangens Phi plus Rho Strich ansetzen. Und wenn eben die Lagerreibung nicht vernachlässigbar ist, also hier direkt auf der Kontaktfläche hier eine Reibung entsteht, dann ist entsprechend diese allgemeine Formel anzuwenden. Ja, das wäre es jetzt gewesen, was ich zum allgemeinen Teil über Bewegungsschrauben, sprich Spindeln, loswerden wollte. Im nächsten Video, was jetzt direkt im Anschluss folgt, da wollen wir uns mit einer Anwendungsaufgabe beschäftigen, also konkret mal durchrechnen anhand dieser Scheren-Hubarbeitsbühne. Wir haben hier unten eine Druckspindel, die dann gleichzeitig auch mit Drehmoment beansprucht sein wird. Und da sind verschiedene Werte dann gegeben, Kräfte, Geschwindigkeiten. Und wir müssen eine Spindel auswählen, wir müssen sie nachweisen hinsichtlich Festigkeit, hinsichtlich Knickung. Wir müssen den Antrieb auslegen, alles mit dabei, was so in einer Klausuraufgabe drankommen könnte. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis die Tage. Is everybody in the world blind?
Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and